Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir uns die Boombox organisiert haben, samt Kassette, die ironischerweise nichts kostet. Und wir haben uns natürlich auch noch mehr gegönnt, und zwar, war es logistik? Irgendwo wunderbar. Ich bin es gleich wieder. Jedenfalls haben wir uns einiges dazu geholt. Ach ja, genau, das haben wir auch beim letzten Aufnahmesession dazu geholt. Ah, hier. Unter Organisation, genau. Da haben wir uns jetzt diese zwei neuen geholt. Und ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht. Das sind halt dann so kleine Monitore. Oh, klein ist relativ. Ziemlich große Monitore tatsächlich sogar. Womit man halt symbolisieren kann, was da in den entsprechenden Sachen drin ist. Wenn man dann die richtigen Sachen mit hat. Cool. Was auf jeden Fall auch feststeht, ich guck mal ganz kurz nach, was hier. Oh Gott. Ich darf nicht mehr hier runter durchsliden. Weil irgendwann komme ich gar nicht mehr raus, dass ich schon komme. Ich will mal gucken, wie weit das hier jetzt vorangeschritten ist. Ach ja, hier kommt ja noch gar nichts an, ne? Stimmt ja. Wir haben zwar die Laufbänder schon verbunden, aber ich glaube, den Stromkreis noch nicht geschlossen. Genau, weil ich wollte ja noch mehr Laufbänder machen. Und ja, ich muss sowieso noch gucken, da ich hier den ganzen Spaß irgendwie hinbekomme. Das ist der nächste Sprung schon, ne? Ja. Oder warte. Hä? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Moment. Achso, nee, die zwei gehen außen lang. Gehen dann komplett durch. Geradeaus. Nur um dann hier. Ah, ich verstehe. Okay. Ja, das hatte ich mir nicht so ganz überlegt, habe ich das Gefühl. Wie dem auch sei, ich hole mir jetzt nochmal ein paar Platten. Die sollten ja auch schon inzwischen ohne Ende fertig sein. Es sei denn, das Metall ist halt so krass wenig da. Dann habe ich ein Problem. Warum ist er jetzt nicht geslidet? Jetzt ist er geslidet, aber nicht gesprungen. So. Na gut, ein paar Platten sind auf jeden Fall da. Und Stangen müssten theoretisch auch genügend da sein. So. Dann wollen wir mal gucken. Genau, hier ist ja die Stromleitung, die ist noch nicht angeschlossen. Und hier vorne. Genau, das Laufband ist noch nicht angeschlossen. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Warte mal, 1, 2. Genau. Eine Qualität auf Live-Verbesserung, also Qualität auf Live-Verbesserung, worauf stehe ich denn? Hier drauf stehe ich. Wäre echt, dass man sagt, okay, man zieht das so weit, wie man lustig ist. Und dann sagt das Spiel, okay, ab hier
setze ich dann die Unterbrechungen selber. Ne? So, um es halt für jeden Spieler einfacher zu gestalten. Aber nein, man muss ja halt immer gucken, wo der aktuelle Stand ist. Macht, glaube ich, Sinn. Nein, macht gar keinen Sinn. Das heißt, hier müsste, um dann hier rauszukommen, genau. Dann nehme ich noch den Träger weg, weil das sonst so komisch aussieht. Und dann sehe ich, dass das Laufband quer ist. Ah, Mann, ey. So, dann habe ich das auch angeschlossen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht schon früher gemacht habe. Ich glaube, weil ich ja erst die Laufbänder fertig haben wollte. Also sprich, warum ich noch nicht früher den Strom angeschlossen hatte. Aber gut. Ach, jetzt hänge ich mich hier irgendwo. An der Verbindung auf so. Achso, hier hatte ich ja keine. Sehr schön. Downgraden bitte wieder. Ich will ja natürlich trotzdem hier das V1-Laufband, weil ich kann später noch immer die Ressourcen upgradenderweise nachpushen, aber jetzt aktuell reicht das erstmal. So, bis hier vorne geht das auch, ne, genau. Genau, das bringt mir diese Quarzdinger. Dann werden die auch schon gelagert und dann kann ich dementsprechend ja diese Laufbänder jetzt auch unter Strom stellen. Die Frage ist nur, habe ich genügend 5, also sind das 10? Genau, 10. Ach, okay, ich sehe schon. Die blaue ist, wie viel es nehmen würde. Das heißt, wenn ich jetzt hier gucke, oder habe ich jetzt einen direkten Strom? Ja, okay, dann muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, kann man vergessen. Warte mal, wie viel braucht denn die hier, die Schredder-Dings? Braucht 30! Ist das ein verdammter Ernst? Ja gut, dann... hebe ich mal die Verbindung auf. Gucke, ob ich jetzt genügend Strom habe. Ja, okay. Also, da muss ich dann doch noch eine... weitere Quelle machen. Also einen weiteren Kohlekraftwerk. Aber jetzt kriegen wir auf jeden Fall schon mal unsere Quarzkristalle hier rüber transportiert. Übrigens werde ich eventuell tatsächlich nochmal überlegen, ob ich das mit den Übereinander-Dingsen nicht machen werde. Also gerade bei Sachen, die ein und dieselbe Sache sind. Aber ich wollte das jetzt hier nicht so übertrieben, ja, bei den ersten machen. Wobei ich mir, glaube ich, viel
Kurven und Wege schlagen gespart hätte dann auch somit. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie schnell und ob hier überhaupt was abgebaut wird gerade. Wasser rettet einen Arsch, man kennt's. So, mal sehen, wie schnell jetzt hier dem entgegenkomme. Okay, da sehe ich schon, da kommt's schon. Sehr schön. Und ihr seht ja, es kommt aus beiden Bohrern. Ja. Cool. Sehr cool. Das braucht jetzt natürlich einige Minuten, bis es bei mir ankommt. Aber immerhin läuft es und das ist die Hauptsache. Im Blätter. Nochmal schwimmen eine Runde. Ich würde ganz gerne nach oben schwimmen. Aber anscheinend hat er mich einfach ins Wasser runtergesetzt. Na komm, zieh mich hoch. Huch, bin ich da gerade gegen den Mast gefallen? Na egal. Immerhin schaffen wir es tatsächlich, recht schnell über die Kabel hin und her zu kommen. Aktuell. Huch, nicht mit mir. Gut, gut, gut. Ich glaube, ich kann und darf auch bald die Röhren wieder anmachen, wenn das so weitergeht. Ich darf aber hier nicht festhängen bleiben, das ist das andere. Gut, wir haben einen Rückstau, das heißt, das sind schon wieder 200 mehr. Wollte ich das so machen. Ja, und hier sind schon 100 etwas rückliegend. Gut. Da mal gucken, 600 weniger. Mal sehen. Ja, so war richtig, ne? Genau. Das heißt, ich brauche also 2200. War das hin? Ja, 2244.
Upp. Weil ich das jetzt hier reinfülle immer. Jetzt müssten auch Rücken liegen, das genügt da. Wie schaut es mit den Eisenvorräten aus, die hier immer noch sich schön splitten? Kann ich mal ein bisschen was holen, okay. Ein ganzes Deck ist dann mal weg. Aber der Rückstau wird sich schon noch bilden, keine Sorge, Leute. Wollen wir hier mal ein bisschen nachhelfen? Und dementsprechend kurzerhand auch hier nachhelfen. Gut. Achso, und natürlich 1, 2, 3, 4 wieder zurückpacken. Und einen Keks freuen. Ich guck mal. Ja, er produziert hier fleißig. Ein kleiner, aber feiner Rückstau bildet sich hoffentlich auch hier bald. Es sei denn, die Produktion läuft zu flüssig. Das kann ich aber jetzt bis dato nicht bestätigen. Na gut, hier führt sich das schon so langsam rück. Ich weiß nicht, wie viel Puffer das hier hat. Also wie viele Eisenblöcke da reinlaufen müssen, bis dann... Ah, okay. Da sind jetzt irgendwie so 10 Stück, glaube ich, drin. Oder? Ne, 2 Stück sogar genau nur. Gut, gut. Und dass es dann so viel Rücklauf gibt, hoffe ich auch. So, 250, 200 und nochmal 200. Hier kann ich die 40 mal wegpacken. Okay. Gleich sind schon mal 100 weg, deswegen habe ich schon mal gesplittet hier und pack noch mal 100 rein. Ist aber eigentlich wirklich praktisch, da ich das so mache oder so löse, weil oder gerade deswegen kann ich gut die Ressourcen aufstocken. 2344 musst du mal auch überlegen, also da sammelt man eine ganze Weile für. Und das nur um 300... Warte, ich kann doch einfach rechnen. Aktueller Stand jetzt. 500, 374, doch, das kommt hin. Oder auch nicht, warte mal. Doch, hä? Okay, ich werde es ja gleich sehen, wenn ich die finale Zahl sehe. Weil das hier muss ja auch erstmal eine Weile arbeiten, bis es dann wirklich final durch ist. Was ich übrigens auch noch herausgefunden habe, ist, dass wir, wenn wir alle Stromnetze verbinden, ich genügend Strom aus all den Kohlekraftwerken ziehen würde, um ein Gerät mehr zu versorgen beispielsweise. Einzige Sache daran natürlich, logischerweise, oder für mich zumindest logischerweise, den hier hinten darf ich nicht verbinden. Auch wenn er ach so viel Strom liefern würde,
muss er halt zum großen Teil wirklich die Wasserpumpen sowie auch die Kohledinger in Betrieb halten, damit das halt weiterhin, ja, läuft. Was habe ich ganz schnell die Arschkarte und muss sagen, Scheibengleiser, ich habe keine Kohle mehr. Ich muss erstmal wieder welche ranschaffen, nur um halt ein bisschen... Ah, jetzt weiß ich, was mich runtergeworfen hat. Das war hier der eine Kranarm. Okay, muss ich mir merken, dann kann ich auch besser drauf agieren. Was sind hier noch? Achso, warte, genau. Wie schaut es hier mit den Schrauben aus? Da sind noch 3 Slots frei, ganz grob. Dann kann ich eigentlich 1, 2 machen. Ja gut, ich habe mich verrechnet. Das sollte reichen, um das komplett aufzufüllen. So. Stangen, ja gut, läppert sich auch mit der Zeit wieder, also von daher passt das. Aber Platten wird dann wirklich als einziges etwas kritisch. 5, 6, 7, 8. So. Ein schwanderter Stack raus. Und dann kann das hier auch mal wieder weiter putzieren. Ich will ja auch nur, dass der Container hier fertig ist mit den Platten, weil die brauche ich echt auf Reserve und... Ja, wie gesagt, das kommt später nochmal auf einer anderen Station. Wie gesagt, vielleicht wäre es auch jetzt die Idee, so langsam mal, wenn das Lager sich zum Ende neigt, also vom Bau her, mal hier die Produktionskette schon mal rückläufig zu planen. Am liebsten hätte ich ja auch wieder hier, dass dann hier die Endcontainer hinkommen auf der Seite, da die weiterführenden Container. Das wäre halt so das Beste, was ich machen kann. Ich mache mal Fenster zu. Nämlich langsam kalt. Also alles in allem muss ich da echt mir mal eine kleine, aber feine Planung machen. Gut, ich könnte auch theoretisch weiterhin mit diesem Provisorium hier weiterbauen, aber wie ihr euch denken könnt, ist das nicht gerade die beste Art und Weise, etwas zu machen. Würde es nicht sogar ein bisschen mehr Sinn machen, wenn ich... Doch, oder? Ja. Mach ich mal ganz kurz. So, dann habe ich nicht 2 Kabel, die hochgehen, sondern nur 1. Ja, wenn man das weiß, dass man da abgedasht wird, kann man da auch vorher einfach abspringen und das besser machen. Gut. Das läuft da fleißig rein. Hier läuft auch alles fleißig. Hier, ja gut, muss natürlich nachproduziert werden. Platten sind auch wieder fast die erste voll. Ja gut. Aber das sieht man mal wieder. Ah, wobei, Eisrücklauf habe ich inzwischen schon wieder hier. Das wird sich aber auch nicht ewig halten, das weiß ich so schon. Eisen, sag ich schon. Doch, ist richtig. Stahl muss ich jetzt auch mal ganz kurz gucken wieder. Yep, da können wir schon wieder fleißig nachschieben. Okay. Unter 13 sind übrig gerade im Inventar.
Okay, Träumchen. Das ist doch prima. So. 100 verbleiben gerade. Gut, da komme ich nicht hoch. Ja, gut. Da ich jetzt hier gerade so ein bisschen herumalber gefühlt, würde ich sagen, lasse ich das erstmal hier ein bisschen durchlaufen. Es kostet ja auch ein bisschen Zeit, bis alles durchgelaufen ist. Warte mal, ich kann ja nochmal hier stückweise meine restlichen 100 da rein packen, solange das hier produziert. So, und dann würde ich sagen, mache ich mal eine halbe Stunde Luft, also Pause kurz. Oder ein bisschen länger, damit Stahl oben produzieren kann. Was ich aber eben mal noch schnell machen kann, während ich noch aufnehme. Damit ihr euch nicht fragt, wo das alles hin ist. Ich pack mal die Sachen zur Seite. Okay, warum ist da noch ein Ding drin? Ne? Naja. So, Rotatoren. Kabel und so. Habe ich gar keine Kiste für. Okay, Motoren packe ich trotzdem hier rein, weil es irgendwie zu den Endprodukten gehört. Das hier kann ich mal rausnehmen, weil dafür habe ich ja jetzt gleich eine Produktionskette schon. Genauso wie hier drüben eigentlich das Quarz, ne? Genau. Genau. Nehme ich die beiden Sachen raus. Das muss ich mal kurz überlegen. Der Rest passt ja einigermaßen ins Inventar, von der Logik her. Noch 40 übrig. Warte, wie weit war er gerade? Gut, ja komm, dann warte ich da nicht lange. Und hier auch 121. Okay, und so sieht das dann später auch aus, dass das hier so in Masse rausläuft, Leute. Ne? Gut, es müsste aber auch jeden Moment eigentlich ankommen, sogar theoretisch. Deswegen ist das fast schon gut, dass ich das in Produktion gesteckt habe hier. Ich guck mal ganz kurz. Ist noch nichts drauf. Eigentlich braucht es ja genauso lang wie die Kohle von hinten hierher. Bloß muss es ja 2-3 Kurven mehr fahren, weil es ja von noch weiter hinten kommt. Aber eigentlich, theoretisch, so wie ich das auch mit der Kohle in Erfahrung hatte, müsste es knapp nach 30 Minuten theoretisch ja in der relativen Nähe zu meiner Basis sein. Okay. Komm schon. Ah, da hinten, ich sehe sie. Das sind doch grandioserweise schon die Kristalle. Da, seht ihr? Die sind tatsächlich etwas unterschiedlich schnell. Aber ich glaube, das liegt auch immer je nach Kurve, ne? Aber ich sag mal so 10-20 Minuten. Dann ist auch das vorne bei meiner Basis. Aber gut. Wie gesagt, wir sind jetzt schon bei über Partlänge. Das Einzige, was ich jetzt noch mal mache, ist kurz zum MAM gehen, weil da war ja die Harddisk Drive fertig. Und das wollte ich eigentlich gerne zum Ende des letzten Parts schon gemacht haben. Jetzt mache ich es halt zum Ende dieses Parts. Und ja. Ich hoffe... Oder ich meine zu hoffen, dass wir ein gutes Rezept kriegen. Okay, nein,
Kriegen wir nicht. Theoretisch gesehen. Warte, was brauchen wir aktuell? Zwei davon. Zwei davon. Und dann kriegen wir einen raus. So brauchen wir drei und dann noch ein Quarzding. Theoretisch gesehen fast schon besser. Nehme ich das mit. Weil ich krieg mehr Motoren, muss zwar auch mehr produzieren, aber es ist ein besseres Rezept. Muss ich festhalten. Okay. Was, wo sind wir eigentlich hier bei? Genau, da müssen wir das hier für kriegen. Dafür müssen wir Plastik. Ach, jetzt weiß ich, wo ich gerade bin. Ich muss ja hier das hier fertig kriegen. Damit ich hier den nächsten Milestone machen kann, ne? War das nicht so? Genau. Ach du Scheibengläser. Ja. Deswegen bin ich ja da fleißig dran, eigentlich zu werkeln. So, dann sind das jetzt noch 10 Einheiten. Also alles in allem, wir müssen diese 2244 definitiv irgendwie zusammenkratzen. Und wenn ich die auch noch händisch craften müsste, naja, ich weiß ja nicht, das muss jetzt auch nicht sein. Das braucht aber auch echt immer ein bisschen bis hier, ne? Kein Rücklauf, das heißt hier ist nochmal ein Stack 200, okay. Eigentlich gar nicht so schlimm. Das heißt, wir können nochmal 200 runternehmen. Das heißt, ich brauche nur 2044. Machen wir mal lieber 2052. BZW, ich gucke einfach gleich, wie viel ich habe. 108. Das sind dann 350. Das wären dann 450. Das kommt nicht ganz hin. Kann auch gar nicht, weil es noch nicht durch ist, ne? Genau, ich muss mal ganz kurz warten. Gut, Leute, was sagt die Zeit? 32 Minuten, okay. Ich warte jetzt kurz die Produktionskette kurz ab, damit ich die richtige Zahl sehe. Wobei, ich kann auch eigentlich rechnen, ne? 12, 24, 36, 48, 60, 72. Also 6 werden noch gemacht. Das heißt 118. Nein, Quatsch, das wird ganz anders gerechnet. Ich sehe gerade. Stimmt, jetzt kommen ja mal 2 raus. Also 5 sind mal 2 sind 10. Dann ist das 114. 116 meine ich, ne? Genau. Genau, 116. Dann passt das. Hoffe ich. Ich gucke und warte nochmal kurz ab, weil sonst. Ne, warte mal, 118. Ich glaube, ich habe mich komplett verrechnet. Warte mal, ich brauche 500. So sind wir bei 400. Zweiundzwanzig, 24, 26. Warte mal, 26, dann brauche ich 74 brauche ich noch. Oder? Quatsch, nicht Steam Overlay. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte. Gut. Die letzten 4 laufen rein, hoffe ich mal. Genau, da. 1, 2 laufen rein. 2 sind gerade in Produktion.
Genau. 24, 26. Genau. Dann sind das 400, sind das 500, genau. Jetzt, da ich ja noch 200 habe, brauche ich trotzdem 2044. Mal sehen, ob das geht. Geht nicht, deswegen mache ich einen mehr. Dann kommt das grob hin. Aber gut. Ich würde sagen, das lasse ich jetzt im Off fleißig durchlaufen und dann sehen und hören wir uns einfach im nächsten Part wieder. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Würde sagen, man sieht und hört sich dementsprechend beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao. Tschüss.